heilendes Hören zur Kohärenz, Seele und Ich mit Erzengel Michael. Erzengel Michael, hellblau über hellgelb, in einem sanft milden Pastellton, berührt dein Herz, zentriert dich und führt dich auf die rechten Pfade des Lebens. Michael, als der Hüter deines Lebensplanes, damit du nicht auf Abwege oder Irrwege kommst, genährt und angetrieben aus deinen Ängsten, will dich auf den Pfad rechten Handelns, rechten Sprechens und rechten Lebens führen. Atme ein, hellblau. Besänftigung und Ruhe. Eine tiefe Anbindung an das Göttliche. Atme ein, hellgelb. Wissen, Logik, der Verstand, der hier untergeordnet wird an die seelischen Kräfte, die weitaus intelligenter und weiser sind als dein kleines Ich. Es ist Zeit, deinen individuellen Willen an den göttlichen Willen zu übergeben, um in eine Partnerschaft mit dem Universum zu sein. Und es ist Zeit für dich, vertraute Dinge wegfallen zu lassen, um etwas Neues zu enthüllen. Insbesondere dann, wenn du unbewusst das Gefühl hast, ach, ich wäre doch so gerne an der Stelle dieses Menschen oder ich hätte doch gerne jene Situation in meinem Leben. Denn Erzengel Michael hilft dir hier, Neid und Eifersucht zu klären und auf einer sehr tiefen Ebene zu transformieren. Tiefe Ruhe und eine stille, losgelöste Freude dürfen einsetzen. Erzengel Michael begleitet den Menschen auf seinem Weg zwischen den Polen der Dualität und bringt ihm die Aufgabe, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wer ist Gott? Und er hilft, wenn du mehr und mehr in die Dunkelheit, in das Vergessen gerätst, wenn du den Himmel aus den Augen verloren hast. Michael, wach über deine Lernaufgaben und darüber, dass du genügend Kraft hast, diesen Weg zu gehen. Mit der Zusammenarbeit zu und mit Michael verstehst du immer wie klarer, dass das kleine Selbst, das kleine Ich, welches da auch genannt wird, Ego, gewillt sein muss, im Einklang mit der göttlichen Blaupause zu leben. Es geht auch für dich darum, deine Bedürfnisse für das größere Wohl und den größeren Frieden, der aus der Quelle des Universums strömt, an zweite Stelle zu setzen. Vertraue diesem Lebensprozess und siehe das Gute in allen Situationen. Die Fähigkeit, sich über Urteile und Verhaftungen zu stellen, wird durch Erzengel Michael für dich initiiert.
Und es öffnet sich dir ein neues Bewusstsein, dir sowie anderen den Raum und die Zeit und das Verständnis zu gewähren, in persönlicher Integrität dich ins Licht zu stellen, verständnisvoll zu werden mit dem Wesen, wer du bist. Und somit könnte eine Herausforderung in deinem Leben sein, dass es nicht nötig ist, nach einer Identität zu haschen, welche auf starken Mustern beruht, die sich mit Rollen und alten Verhaltensmustern identifiziert. Das heißt, wenn du zum Beispiel aus gesellschaftlichem Ansehen heraus Arzt, Jurist, Banker, was auch immer werden wolltest, um den anderen zu gefallen, um den anderen dich zu beweisen, so hilft Erzengel Michael, dass du dir bewusst wirst, wer du wirklich bist, was deine wahren und echten und tieferen Beweggründe sind, um nicht der Effekthascherei im Äußeren aufzusitzen, dich verblenden und verstrahlen zu lassen, um anderen zu gefallen, sondern selber tief in deinem Inneren zu erkennen, welche Muster dich angetrieben haben, um etwas sein zu wollen und um etwas darstellen zu müssen, was du im Grunde deines Wesens gar nicht bist. Der Schmerz kann groß sein, die Dunkelheit ebenfalls. Im Erkennen dieser inneren Zerrissenheit und Gespaltenheit über dein eigenes Selbst, genährt aus deinem Ego, getrieben von deinen Ängsten, in diesen Mustern dich wiedererkennen. Es geht also für dich darum, Mitgefühl zu entwickeln und deine eigene individuelle Fülle zu lieben und diese zu anerkennen, sie zu lernen, zu entfalten. Und er hilft dir, eine Einheit zu finden und eine größere Akzeptanz für dein ureigenes Wesen Mensch mit den tiefen, tiefen Potenzialen und Talenten, welche du in dir birgst. Vielleicht hast du vergessen, wer du bist. Vielleicht hast du dir Masken aufgesetzt, Schutzmauern aufgebaut, um anderen zu gefallen, und du wurdest zu einem Sklaven der anderen, zu einem Diener der anderen, Gefallsucht und ein Ego-Streben nach Macht, Anerkennung und Wertschätzung von anderen sitzt in deinem Nacken. Wenn du diese Muster sehr genau kennst, dann verlieren sie ihre Kraft. Du wirst die Verwirrung in deinem Leben loslassen können und es findet eine tiefe Desillusionierung statt, um das Wesen Mensch, welches du sein solltest und das, was du im Grunde deines Herzens eigentlich bist. Und Frieden strömt ein. Unendlicher Frieden. Ein Frieden aus den höchsten Quellen des Bewusstseins. Erzengel Michael öffnet dein Herz, damit du spüren und erkennen kannst, wer du bist, welche Bedürfnisse du hast und welch selbstbetrogenes, selbstgefälliges Leben bisher vielleicht für dich aktuell war, genährt und getrieben aus den Ängsten, nicht dich sein zu können, in der Angst zu sein, verurteilt, beurteilt, bewertet zu werden von den anderen und dich diesen Ängsten nicht aussetzen zu müssen, hast du angefangen, Rollen zu spielen,
und die anderen zu bedienen. Erzengel Michael, hellblau über hellgelb, entspricht den Energien zweier aufgestiegener Meister El Moria auf dem hellblauen Strahl. Als dieser indische Rajputenprinz und Kutumi als Kutumi Lal Singh, als ein indischer Weiser auf dem hellgelben Strahl, welche miteinander kooperieren, indem sie für unseren Planeten und die Wesen auf ihm sorgen. Die beiden Energien kombiniert ergeben die Farbe des Meisters Hilarion, ein wunderschönes Hellgrün jugendlicher Art von unglaublicher Frische und Spritzigkeit. Erschaffen hier eine mächtige Trinität, die uns an den Weg, die Wahrheit und das Licht erinnern. Und sie schenkt uns eine Möglichkeit, uns daran zu erinnern, wie sich die göttliche Ebene der Integrität uns selbst gegenüber, der Loyalität uns selbst gegenüber durch uns auszudrücken vermag, wenn wir frei werden von den Rollen und Mustern, die einst unser Leben bestimmten, genährt aus den Ängsten anderen gegenüber gefallen zu wollen. Es entsteht eine tiefe Verbindung zwischen der Seele und dem Ich und wir stehen in aller Klarheit in unserer Schöpferkraft. Erzengel Michael. Für eine sinnvolle Unterordnung und Hingabe an das große Ganze, an die Kraft der Seele. Und so lernst du, darauf zu vertrauen, dass der höhere Wille geschehe. Und dass du dich von der reinen Logik des Verstandes entfernen darfst und dich in einen neuen, gelösten Zustand der Gnade bewegen darfst. Und so entsteht in dir ein sehr tiefes Verständnis, aber auch eine unglaubliche Freude auf der Reise hin zu deinem Inneren, um das Wesen, welches du wirklich und wahrhaftig bist. So ist es für dich an der Zeit, die niederen Gefühlsebenen loszulassen, die in dir Widerstand, Trotz, Abwehr verursacht haben, zugunsten der höheren Gefühlsebenen. Kämpfe nicht gegen das Leben. Erkenne, was in dir Widerstand verursacht, was in dir einen Kampf auslöst und wo du nicht vertrauen kannst. Öffne dich dem Universum und gib dich ihm hin. In sehr tiefem Vertrauen, dass das Universum das höchste Wohl für alles Lebendige erschafft und dazu gehörst auch du. Lass all deine Ängste los und vertraue auf den göttlichen Willen. Vertraue, dass du durch die Kraft von Erzengel Michael die beste Version in dir selbst entdecken kannst, dass durch ihn deine Fähigkeiten und Talente aktiviert werden, damit du das Höchste,
deiner Potenziale befreien kannst, um deinen Beitrag hier auf der Erde sinnstiftender Art und mit höchster Schöpferkraft für dich sowie für das All Ganze erfüllen darfst. Danke für deinen Beitrag auf dieser Erde.